Präsidentin, meine Damen und Herren! Dem Antrag der Regierungsfraktion, die Verschwendung von Lebensmitteln wirksam eindämmen, kann meine Fraktion gerne zustimmen. SPD und CDU haben ein wichtiges Thema angesprochen. Insbesondere teilen wir die Auffassung in Punkt 1 des Antrages, dass diese Verschwendung von Lebensmitteln weder aus ethischen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Gesichtspunkten vertretbar ist. In der Begründung wird darauf verwiesen, dass weltweit ein Drittel aller Lebensmittel verloren werden. Und das in einer Welt, in der immer noch fast 1 Milliarde Menschen an Hunger und Unterernährung leiden und sehr viele Menschen, die aus Kriegen und Terrorismus fliehen müssen, ebenfalls nicht ausreichend versorgt werden. Eigentlich ein Skandal. Es ist kaum zu fassen, dass in Deutschland jedes Jahr Lebensmittel im Wert von 235 Euro pro Kopf weggeschmissen werden und insgesamt 6,7 Millionen Tonnen betragen. Etwa die Hälfte wäre eigentlich vermeidbar. Ebenso bedrückend ist für mich, dass fast die Hälfte der Verschwendung auf Obst und Gemüse verfallen. Es ist in jeder Hinsicht richtig, wenn in Punkt 2 die Landesregierung aufgefordert wird, sich für eine Verringerung dieser Verschwendung einzusetzen. Das betrifft aus meiner Sicht auch die konkreten Vorschläge. Wenn unter anderem eine Arbeitsgruppe aus sämtlichen Akteuren vorgesehen ist, die Wege zur Verringerung erarbeiten sollen, möchte ich aber darauf hinweisen, dass der große Teil der Abfälle, genau gesagt 61%, auf Privathaushalte entfallen. Diese Zahl verweist aber auch darauf, dass wir bei uns selbst, auch bei der Bildung und Erziehung unserer Kinder, sowie der öffentlichen Information und den Medien anfangen müssen. Deshalb war es für uns sehr unverständlich, dass Sie die Medien in Ihrem Antrag nicht erwähnten, und es hat uns dazu bewogen, einen Änderungsantrag zu stellen. Mein Kollege Dr. Brie, der eigentlich dieses Fachthema bearbeitet, wird sich sicherlich sehr freuen, dass Sie, meine Damen und Herren von CDU und SPD, diesen Änderungsantrag aufnehmen werden und zustimmen werden. Wenn Sie die Aussage, und das war die Begründung für diesen Änderungsantrag, nämlich ernst nehmen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung für die Politik, das Bewusstsein für den Wert unserer Nahrung zu stärken und für die Problematik der Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren sein, können wir die Medien auf keinen Fall aus diesem Nachdenken ausschließen. Bei den Gründen, die die von Ihnen erwähnte Studie zu weggeworfenen Lebensmitteln und zu Vorschlägen zur Verringerung anführt, gehören ohnehin nicht wenige dazu, die sehr viel mit Verbraucherschutz, Verbraucherbewusstsein, aber natürlich auch mit Werbestrategien der Unternehmer und des Handels zu tun haben. Hier wird die gesamtgesellschaftliche Aufgabe tatsächlich deutlich. Insbesondere, wenn dort auch angeführt wird, dass die Menschen durch die Verfügbarkeit eines Überangebots von Lebensmitteln die Wertschätzung für Nahrung verlieren oder Kriterien wie Form, Farbe oder Größe über Kauf und Angebot entscheiden. Auch die Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums, das von Unternehmen gern genutzt wird, um den Markt zu übersättigen, müsste von Verbraucherinnen und Verbrauchern, dem Handel und letztendlich durch uns alle längst kritischer angesehen werden, wenn wir der Verschwendung von Lebensmitteln, in diesem Fall insbesondere von Milchprodukten, einschränken wollen. Wir stimmen Ihrer Begründung völlig zu, wenn Sie betonen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern trägt als Agrarland und als bedeutender Standort der Ernährungsindustrie eine besondere Verantwortung. Ergänzen möchte ich, dass es dabei auch um die Verschwendung kostbarer Ressourcen wie Wasser, Energie und Umwelt geht. Ich hoffe sehr, dass im Ergebnis der vorgeschlagenen Arbeitsgruppe zu einer sachlichen Diskussion im Ergebnis mehr Transparenz der Wertschöpfungskette, eine umweltfreundlichere Gestaltung von Lebensmitteln sowie um die Stärkung des Verbraucherbewusstseins sowie die Behandlung dieses Themas im Schulunterricht gehen wird. Im Einzelhandel sollte zumindest teilweise der unverpackte Verkauf von insbesondere Obst und Gemüse erweitert werden,
damit es Verbraucher leichter haben, ihren tatsächlichen Bedarf einzukaufen. Mit der größeren Aufnahme von regionalen und frischeren Produkten in den Supermärkten könnte auch das zum notwendigen Bewusstsein gestärkt werden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der belgische Schriftsteller und katholische Ordenspriester hatte uns schon vor Jahren ermahnt, Millionen würden jubeln über die Lebensmittel in unseren Mülleimern. Das gehört zu diesem Thema, vor allem aber zu jenem Verbraucherbewusstsein, das wir gemeinsam entwickeln müssen. Wir bitten um Zustimmung zum Änderungsantrag, das haben Sie bereits signalisiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.